Bald? Nur Schweinekotelett! Ferkel, tu was, sonst landest du auf dem Grill! Ich brauch ihn gerade aus, Roma, das ist ja gegen die Regeln. Ey, du! Lauf nicht weg! Davis Team! Hoppla! Bei Shenyi, wir haben einen neuen Meister. Hab das Schweinekotelett angegriffen. Nehmt das blaue Team. Siegreicher Meister. Es tut mir leid, Schweinekotelett. Zurück und meldet euch beim Waffenmeister. Gut gemacht. Wir have a little entire problem. Und zwar, Ferkel ist wütend auf mich. Ferkel, es tut mir leid, aber... Es dient alles einem guteren Zweck. Du kommst nicht mal hinterher. Oh, Ferkel! Tschüss, Ferkel. Ich kämpfe nicht gegen dich. Hier, kämpfe mit Lampi. Ferkel! Das ist ein Ferkel. Dann bist du wohl unser nächster Gegner, ne? Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie geschlagen, jeden Einzelnen. Wisst ihr, wie lange es dauern wird, bis das gelbe Team sich von diesem Schlag erholt haben wird? Forever! Ich habe die große Ehre, euch den Rang eines Meisters zu verleihen. Ihr habt es vollbracht. Ihr habt ihnen allen gezeigt, dass ihr einsame Spitze seid. Naja, zumindest fast. Ihr seid bislang in normalen Kämpfen in der Arena angetreten. Aber da ist immer noch der Großmeister. Unser Vampirkollege da. Mehr Mut und Geschick. Ich glaube wirklich, ihr könnt gegen den grauen Prinzen antreten. Geht zu Isabelle und redet mit ihr, wenn ihr glaubt, dass ich recht habe. Das ist die Tusse dahin, die immer auf ihrem Stuhl sitzt. Ich grüße euch. Und LPs macht. So sagt schon was. Warum sollte man, wenn man LPs macht, auch stehen? Nur weil man auf LPs steht, muss man das ja nicht wortwörtlich nehmen. Wer in Shinyis Namen seid ihr denn bitte? Also wenn ihr ein Zuschauer seid, dann begebt euch nach oben und sprecht mit dem Mann am Einlass. Ich bin hier der Meister vom meisterhaften Meister! Und wartet, ich kenne euch. Ihr seid der neue Meister, nicht wahr? Ja! Ich glaube zu wissen, was ihr hier wollt. Aber lasst euch sagen, ihr macht einen großen Fehler. Nein! Der graue Prinz ist der beste Kämpfer, den die Arena je gesehen hat. Jetzt nicht mehr. Er kann nicht besiegt werden. Nicht von euch. Aber naja, es ist euer gutes Recht. Nur weil ich ein Huhn bin! Wenn ihr Agronak herausfordern wollt, nur zu. Er wohnt hier unten im Schlachthaus. Tut das, kommt wieder her und ich arrangiere euren Kampf. Was muss ich jetzt hier sagen? Ihm oder... Oh. Wem muss ich jetzt... Dich? Schon wieder ihr. Keine Ahnung. Worauf wartet ihr? Verschwindet! Muss ich gegen dich kämpfen? Im... Mein ganzes... Bla 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 bla. Oh! Ja, klick alles weg! Können wir nochmal von vorne? Im... Ja. Im Tagebuch meines Vaters steht, dass ich teilweise ein Vampir bin. Mitleid. Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Edelmann gewesen. Ja, klick alles weg, und Chicken. Nicht ein blutsaugendes Monster. Mein ganzes Leben fußt auf einer gewaltigen Lüge. Ich bin überhaupt kein grauer Prinz. Kommt mir von jemandem bekannt. Ich bin ein widerlicher, minderwertiger Abkömmling des Bösen. Geht jetzt bitte. Ich kann nicht. Ich. Oh, ich verstehe. Ihr seid ein Meister. Ihr wollt meinen Titel des Großmeisters, stimmt's? Genau. Bitte sehr. Fordert mich heraus. In der Arena kann ich meinem Leid ein Ende setzen. Ja. Ja, ja. Ich nehme eure Herausforderung an. Geht. Geht und sprecht mit Isabelle. Sagt ihr, dass ihr bereit seid. Und dann sehen wir uns in der Arena. Ja, das wird dann gehen. Dann werde ich den Korridor mit deinem Blut aufwischen. Wenn die Säule mich durchlässt. Ich grüße euch. Ihr habt tatsächlich den grauen Prinzen herausgefordert? Wisst ihr überhaupt, worauf ihr euch da eingelassen habt? Ja. Agronak Gromalok ist der beste Kämpfer, der je die Arena betrat. Er kann nicht besiegt werden.
Von euch erst recht nicht. Aber wenn ihr ihn herausfordern wollt, bitte sehr. Hast du dir den Jungen mal angesehen, Nun, Herr Todeswünsche, sollte er erfahren, dass er ein Vampir ist? Lasst mich wissen, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Agronag wird dann zu Hälfte auf euch warten. Euch sollten auf jeden Fall die Wettkampfregeln für diesen Kampf geläufig sein. Im Kampf gegen den Großmeister. Nun, da sind die Regeln etwas anders. Und wie sind die? In Ordnung, hört zu. In einem Kampf um den Titel des Großmeisters gibt es keine Disqualifizierung. Ihr könnt also die Rüstung tragen, die ihr wollt. Ja! Agronag trägt sein Gewand der Tapferkeit und er hat es sicher aufs Heftigste verzaubert. Ihr könnt also dasselbe mit einer eurer Rüstungen tun. Wie ihr wisst, ist es bei einem normalen Arena-Kampf verboten, die Leiche eines gefallenen Gegners zu plündern. Ja, nun, leider. Dies ist kein normaler Kampf. Falls ihr dem grauen Prinzen schlagt, müsst ihr ihm seine Rüstung abnehmen und sie mir geben. Dann bekommt ihr euer eigenes Gewand der Tapferkeit. Wir werden dich so in Grund und Boden stampfen. Was ist eigentlich dieser Ring, den wir bekommen haben? Zauber wieder. Egal. Erstmal meinem Vogel neues Futter übereignen. Sorry, Zuschauer, ihr müsst gerade ein paar Sekunden warten. So. Zwar ein bisschen zu viel, aber. Gleich siehst du nachher aus wie eine Plüschkugel. So, Prinzi. Seid ihr bereit zu kämpfen? Geht zu Isabel, gebt ihr Bescheid. Dann treffen wir, ihr wisst schon, wir treffen dann in der Arena aufeinander. Und dann hat das alles ein Ende. Punkt. Oh, Isabel! Ihr habt tatsächlich... Ja, habe ich. Bereit für eine Partie. Ihr seid also bereit, den grauen Prinzen zu fordern? Also, ohne einen Namen könnt ihr nicht dort hinaus. Ihr wisst schon... Ich hab doch einen Arena-Namen. Etwas, was leicht zu merken ist, an das sich alle in Cyrodiil erinnern werden, wenn sie später über euch... Huhn der Verdammnis! ...reden. Also, was soll es sein? Der Zauberwerfer, der Metzger? Das war der aus Silent Hill Origins. Schattenschritt, der schwarze Pfeil, Schädelbrecher. Das ist ein Artefakt aus Morrowind. Der göttliche Rächer, der Todesbote, die Purpurklinge. Ja, der Todesbote, hä? Wir sind ja von Sitis hier. Glücksfürstin, die eiserne Jungfrau, Terror von Tamriel. Drachenherz. Wer ist mit Drachenblut? Drachenherz, was? Das gefällt mir. Ja, das schaut gut aus. Weil ich den letzten Sohn des Kaisers hier mit meinem Leben schütze. Der graue Prinz ist bereits auf dem Weg in die Arena, noch während wir uns unterhalten. Trefft euch dort mit ihm. Zwei Meisterkämpfer, Aug in Aug. Oh, mein Leben fließt durch mein Herz. Mögen sich eurer Seele erbarmen. Ich habe überhaupt kein Herz. Worauf wartet ihr? Verschwindet! Sie mag mich nicht. Nur weil ich schon 2 Stunden am Aufnehmen bin, fast. La la la. Ja, Voice von Schiedsrichter, verpiss dich einfach mal. Was trage ich eigentlich gerade so für Ringe? Ah. Bla 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 bla. Öffne das Tor. Ist das Voice irgendwie weg? Obwohl, ich höre die Menge noch kreischen. Ach, Menno. Voller Mut, Stärke und Siegeswillen, das bin ich! Ja! Ey, warum boot ihr mich aus? Drachenherz ist voll cool. Na, Drachenblut wäre besser, aber... Dafür werde ich zum Drachenblut, wenn ich sein Blut über mich begieße. Ja, schließ die Tore.
Flammatrona. Worauf wartet ihr? Hoppla. Ja. Kampf wird hier jetzt ein bisschen zu einfach, weil er ja zur Hälfte Vampir ist und deswegen nicht gegen uns kämpfen. Hau nicht ab! Ey, du Feigling! Willst du nicht sehen, wie du stirbst? Ja, streckt mich nieder. Ja. Interessanter und spannender Kampf. Die Zuschauer konnten sehr viel sehen. Ich höre deine Stimme nicht mehr. Ich grüße euch. Bei allem, was Shinji heilig ist, ihr habt es geschafft. Ihr habt den grauen Prinz getötet, besiegt, weil er sterben wollte. Das ist unglaublich. Damit seid ihr der größte Kämpfer, der je die Arena betrat. Geliefert, wenn wir seinen Quest nie gemacht hätten. Ihr habt Agronax gewandt. Gut, gebt es mir. In Ordnung. Jetzt gebe ich euch das Eurige. Bei Shinji, ich zittere. Das ist wunderbar. Gut, dann wollt ihr ein schweres Gewand der Tapferkeit oder ein leichtes Gewand der Tapferkeit? Ihr habt die Wahl. Weil ich auf leicht spezialisiert bin. Wohlan. Nun, ich habe die Ehre, euch diese Goldstücke und das begehrte Gewand der Tapferkeit zu überreichen. Stimmt, so 200 Gold. Sowie euch zum Großmeister der Arena auszurufen. Für 5000. Ihr habt es vollbracht. Der graue Prinz, möge er in Frieden ruhen, etc., etc., war ein großer Ork. Doch ihr habt ihn bezwungen. Geht nun, ruht euch eine Weile aus. Wenn ihr meint, dass ihr bereit seid, kehrt zu mir zurück, auf dass wir eure Zukunft besprechen können. So. Ich stecke fest. Die Arena. Gucken wir uns erstmal unser Gewand an. Unsere Kleidung. Interessant. Komm, hier. Behalt deinen Schund. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Was ist? Ja. Kopf abtrennen. Ich grüße euch. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena. Hört zu, ich wette, dass ihr euch fragt, was ihr nun tun sollt, nicht wahr? Ja. Nun, ich habe darüber nachgedacht. Warum machen wir es nicht etwas interessanter und bieten den Menschen in Cyrodiil das, was sie sich wirklich wünschen? Wir überarbeiten die Wettkampfregeln, bieten eine neue Form von Kampf an. Und welche? Ich rede von wöchentlichen Spektakeln, von Kämpfen, in denen ihr gegen, ha, wartet nur, Monster antretet. Und vielleicht sogar ein paar wilde Tiere. Das klingt doch großartig. Und hin und wieder ein der andere Detra-Fürst. Ich habe bereits Leute ausgesandt, die eure nächsten Gegner auftreiben. In der Wildnis wimmelt es nur so von ihnen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. So ein wildes Tier hat auch Gefühle. Und die Spiele gehen weiter. Ja, einen können wir ja machen. Es scheint, als hättet ihr den Gipfel eures Könnens erreicht. Ich sage euch was. Nein, keine Minotauren. Von jetzt an könnt ihr gegen einen, zwei oder drei Minotaurenfürsten antreten. Was darf es also sein? Die finden sich immer voll Hammer, weil sie immer so einen Hammer dabei haben. Naja, wir uns ja für den Anfang nicht übertreiben. Ihr habt es. Ich lasse die drei Minotaurenfürsten in die Arena bringen. Jetzt geht doch. Hoppala! Bietet den Leuten etwas. Jetzt habe ich aus Versehen auf die drei geklickt. Warum habe ich das nochmal gemacht? Ich weiß es nicht. Scheiße. Egal, kann ich direkt mal Seelen sammeln. Ich bin ein Seelensammler. Leute, wünscht mir Glück. Wie glücklich können wir Leute der Kaiserstadt. Ja, da vorne stehen die Drillinge. Ihr seid hier, um den Großmeister gegen Tick, Trick und Track. Wer von welcher wer ist, weiß ich nicht. Ich kann die Farben nie auseinanderhalten, wer was trägt. Wer wird diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen? Finden wir es heraus. Schließ die Tore. Ich auf jeden Fall nicht. Ist du was gemacht?
mir tauchen! So, ich kann hier auf Distanz bleiben und Zauberspam.